Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 15. Januar. Und auf Seite 24 aus aller Welt heißt es Abschied von Jan Fedder. Abschied von Jan Fedder. Ich lese die Bildunterschrift. Witwe Marion Fedder hielt eine emotionale Rede im Michel. Zur von Pastor Alexander Röder geleiteten Trauerfeier waren zahlreiche Weggefährten von Jan Fedder erschienen. So Jörg Pafflick, Produktionsleiter des Großstadtreviers, Uschi Glas und Mike Krüger. Fotos dpa. Schauspieler Jan Fedder ist mit 64 Jahren gestorben. Foto dpa. Der Hamburger Schauspieler ist am Dienstag mit einer Trauerfeier im Michel verabschiedet worden. Rund 2000 Menschen sind erschienen. Hamburg. Punkt. Der Altarraum ist über und über mit roten Rosen geschmückt. Auf dem Sarg aus dunklem Holz, auf den Kränzen und sogar auf dem Boden liegen Blütenblätter und aus dem Lautsprecher erklingt La Paloma. Links und rechts steht jeweils ein schwarz-weiß Foto des norddeutschen Fernsehstars. Jan Fedders letzter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Am Dienstag, dem Tag, an dem er seinen 65. Geburtstag gefeiert hätte, nehmen rund 2000 Menschen im Michel Abschied von ihrem Hamburger Jungen in seiner Kirche, in der getauft, konfirmiert und vor 20 Jahren seine Ehefrau Marion geheiratet hatte. Und sie sind alle gekommen, Freunde wie TV-Koch Tim Melzer und Sänger H.P. Baxter, Weggefährten wie die Schauspieler Peter Heinrich Brix und Axel Milberg, die Moderatorin Reinhold Beckmann und Jörg Pilawa, natürlich die Kollegen vom Großstadtrevier, darunter Till Demtröder und Maria Ketikidu. Es ist die ARD-Serie, die ihn berühmt gemacht hat, in der er 28 Jahre lang den Hamburger Polizisten Dirk Matthies spielte. Auch die Kollegen der NDR-Serie Neues aus Büttenwarda, in der er der Bauer Brakelmann war, und aus dem Film Das Boot erwiesen Fedder die Ehre. Seine Ehefrau Marion Fedder sitzt in der ersten Reihe. Neben ihr ein guter Freund Jörg Pafflick, Produzent des Großstadtreviers. Und spätestens als die Sängerin Jessie Martins Child in Time von seiner Lieblingsband Deep Purple singt, wird klar, das ist eine Trauerfeier ganz nach seinem Geschmack. Die Musik hatte Fedder noch selber ausgesucht. Bei Knocking on Heaven's Door rollen die ersten Tränen. Später erklingt die Hamburger Hymne Tüdelband und am Ende, als der Sarg aus der Kirche getragen wird, singt Jan Fedder vom Band für seine Marion Ich lieb dich bis in alle Ewigkeit. Hauptpastor Alexander Röder lobt Fedders großes Herz und seinen Sinn für Gerechtigkeit. Jan Fedder war in seinen Rollen gerade, darum ein Sympathieträger, weil er nicht makellos war und nicht glatt und geschliffen redete. Weil er nicht glatt und geschliffen redete. ARD-Programmdirektor Volker Herres betont, keiner habe das St. Pauli-Lebensgefühl so verkörpert wie Fedder. Bei all seinen Figuren gehe es darum, angesichts der Widrigkeiten des Lebens den eigenen Kompass zu halten, ihn nachzujustieren und doch wenigstens zu suchen.
Ex-NDR-Intendant Lutz Marmor, Jan Fedder war ein Original. Die Kodderschnauze vom Kiez mit dem Herz am rechten Fleck habe die Menschen im ganzen Land erreicht, sagt der ehemalige NDR-Intendant Lutz Marmor. Jan Fedder war ein Original und ist nicht zu ersetzen. Jan gehört zum NDR, wie der Michel zu Hamburg und wie Uwe Seeler zum HSV und ja, wie Dirk Matthies zum Kiez. Polizeipräsident Ralf Martin Mayer lobt Fedder für seine Rolle. So wünsche ich mir meine Polizisten mit Herz für die kleineren Leute, die Schwächeren. Ehefrau Marion nimmt mit bewegenden Worten Abschied. Mein geliebter Jan, das ist der schwerste Gang, den ich je machen musste. Du warst meine Familie, mein Mann, mein Fels, mein engster Vertrauter, mein Alles, sagt sie. Nun muss ich dich auf deine letzte Reise schicken. Einmal noch über die Reeperbahn. Das hast du dir gewünscht. Und dann heißt es, schlafen lange, lange Zeit, endlich Ruhe haben und träumen von all den schönen Dingen, die du erlebt hast. Mein geliebter Jan, schlaf gut. Im Abschluss an ihre Rede gibt es Applaus. Auf dem Platz vor dem Hamburger Michel verfolgen insgesamt rund 1500 Menschen auf einer Großbildleinwand die Trauerfeier. Zum Schluss tragen 6 Polizisten den Sarg nach draußen. In einer schwarzen Limousine, angeführt von 2 Polizisten auf Motorrädern, dreht Jan Fedder dann seine letzte Runde durch St. Pauli über die Reeperbahn, vorbei an der berühmten David-Wache, wo auch ein Kondolenzbuch ausliegt. Tschüss.